Alles klar, wir sind wieder bei Fire Emblem und wollen heute in eine große Schlacht und wollen das mal auch nicht gleich... Ach, scheiße, hab ich das jetzt übersprungen? Oh. Scheiße, ich glaube, ich habe die Sequenz gerade übersprungen. Tut mir echt leid, aber da wurde eh wieder nur geredet. Oh, wir müssen die fertig machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Drachenreiter als Gegner. Okay. Ich weiß schon... Okay, wir müssen am besten hier das Dorf erstmal einnehmen. Aber die haben auch viele Pegasus-Ritter, also werden sie schnell auf uns zukommen. Am besten stelle ich nicht Marv mal... Okay, bis hierhin können die angreifen. Der Stahlbogen, Langbogen, okay. Stelle ich mich am besten so hier hin. So schon mal so ganz kampfvorbereitet, wisst ihr? Hier und... Warte, den nach da, so und... So, und ich denke, na, vielleicht die Magier auch noch mit einbeziehen. Den und den. Ich denke, das wäre für die erste Runde erstmal genug. Okay, da kommt schon ein Dieb auf uns zu und die Pegasus-Ritter fliegen auch schon los. Oh, eine der Drachenreiter ist auch da drin, okay. Da müssen wir natürlich besonders Acht drauf geben. Dann rennen wir, warte, mit ihm. Hier hin und schlagen schon mal den ersten. Na, reicht nicht. Doch. Nein! Ah! Fuck. So ein... Ja, doch. Nein. Ja. So ein Konflikt etwa. Egal, dann machst du das halt. Ist ja auch kein Problem. Und... Können wir den hier benutzen? Oder... Ne, der kommt nicht ganz dahin, Mann. Machst du das halt? Stellst dich hier hin. Natürlich können wir auch Schaden dann nehmen. Oder werden wir sogar Schaden nehmen wahrscheinlich. Aber ich denke, das ist jetzt kein großes Problem. Ich meine, schließlich stirbt er dabei. Okay. So weit, so gut. Dann warten wir mal ab. Auf die nächste Runde. Okay, okay, das war klar. Der kommt jetzt angreifen natürlich. Schlage ich mal zurück und sogar mit Riesenerfolg. Der nächste schlägt auch und ich schlage auch zurück mit Riesenerfolg. Bin mal gespannt, ob der Drachenreiter oder die Drachenreiterin jetzt auf uns zukommt. Ach, der holt sich ausgerechnet den? Ich meine, der hätte den Heiler sogar holen können. Was animiert diesen Drachenreiter oder Drachenreiterin, sich ausgerechnet diese Einheit zu holen? Keine Ahnung, also es gibt auf jeden Fall leichtere Beuten, sagen wir so. Okay, Marv muss jetzt da rein, wirklich schnell ins Schloss, weil es ein bisschen gefährlich allein ist. Hole ich mal ein bisschen Begleitung dazu. Und wo ist hier, du, mach das mal. Greif einfach mal dreckig. Wow, Stärke 40. Ernsthaft? You mad bro. 40 ziehe ich ab mit dem. Nicht schlecht. Und dann auch noch so viele Erfahrungspunkte. Okay, das, ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir auf die gleich ein bisschen aufpassen. Acht geben. Wie weit? Okay, ich glaube der Heiler? Nee. Am besten stellen wir uns so... warte. Machen wir jetzt mal folgendermaßen. Ich stelle mich mit dem hier hin und heile den. Dann, Moment. Dann ist der natürlich nicht geheilt. Das müssen wir auch übernehmen. Indem wir uns hier hinstellen und ihn hier heilen. So weit, so gut. Okay, es gibt sogar ein Level-Up. Und dann müssen wir uns um ihn hier rumstellen. Damit keiner an den rankommt. Alles klar. Der Rest kann, denke ich mal, okay, die würde ich mal sagen, gehen mal besser auch mit da rein. Lassen so hier neben Marth her. Und du auch. Den Rest vielleicht. Ah, ich denke, das geht schon so. Warten wir die nächste Runde ab. Oh, okay, den willst du also. Der muss natürlich schon einiges einstecken. Aber darf dafür auch ordentlich töten.
Das hätte ich aber, glaube ich, auch ein bisschen schlauer lösen können. Indem ich noch die anderen Ritter um ihn rumstelle. Weil Magier selber jetzt nicht unbedingt viel aushalten. Okay, du bist ja nur ein Dieb. Dann gehen wir mit Marvin ins Dorf. Besuch. Mein Herr, seid ihr jemals einem jungen Mädchen begegnet mit Namen Tiki? Ich muss sie finden, junger Herr. Tiki ist der letzte der Naga, den göttlichen Stamm der Drachen. Ohne ihre Kräfte können wir es mit dem Manaketen, dem Medoistin, nicht aufnehmen. Ich habe die Kraft nicht mehr. Ich bin ein Feuerdrache, das stimmt, aber nur dem Namen nach. Ich habe meinen Feuerstein in Pirati verloren. Ohne ihn kann ich nicht in die Schlacht ziehen. Ihr seid viel auf Reisen, oder? Ich möchte euch begleiten. Vielleicht finden wir Tiki gemeinsam. Wer ist Tiki? Nee, du bist nicht Tiki. Ist einer von euch vielleicht Tiki? Tiki, Tiki. Sieht wohl nicht so aus, aber... Tausch? Marv? Auf jeden Fall besitzen wir ja so einen Feuerstein. Das steht ja mal schon mal fest. Wir können... Nee, wir können nicht angreifen. Aber trotzdem stelle ich mich mal besser um den alten Sack hier rum. Was sonst noch ein bisschen fies werden könnte. Mal sehen. Dann greifen wir mal den da an. So. Ja, ja, du kannst mir nichts, aber ich kann dir auch nichts. Also, sprich, ich kann dich nicht töten. Außer natürlich, ich greife jemand anderes an, was ich auch definitiv tun werde. Erstmal heile ich den Typen. Obwohl es noch nicht mal ganz reicht. Dann... Ah, ich darf nicht zu nah ran. Silberlanze, Meisterlanze. Okay, die haben sehr gefährliche Items bei sich. Ich muss mich ganz doll in Acht nehmen. Eventuell wird das sogar das ein oder andere Opfer bringen. Warte, ich stelle mich hier hin. Greife mit Langspeer an. Ist der tot? Also die sind wirklich sehr stark. Also die können schon austeilen. Davon muss ich natürlich aufpassen. Alles klar, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Vielleicht stelle ich mir so noch zwei so hier neben. Ich weiß nicht, mal gucken. Natürlich können sie sich auch den da holen. Kann ich den nicht auch irgendwie... Ah, das ist eine schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. Nun gut, dann lasse ich mal die Gegner ran. Ach, die wollen gar nicht angreifen, ist auch toll. Warte. Items. Nein, Tausch. Nein, Vorrat. Geben, ach, Engelsrobe, das wollte ich auch noch. Egal, das mache ich ein andermal. Setze ich ein andermal ein. Nehmen. Feuerstein. Tausch mit ihm. Feuerstein. So. Warten. Jetzt kann er auf jeden Fall angreifen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit diesen Einheiten reden muss. Das... Aber solange sie sich nicht bewegen, kann ich es ja mal vielleicht versuchen. Wenn sie da bleiben. Oh, genug. Mir steht der Sinn nicht nach Katz-und-Maus-Spielchen. Kommt, weil schwenken, wir fliegen. Ach, die gehen jetzt einfach. Okay, das führt mich dann jetzt... Komisch, dass sie weg sind. Dann kann ich mal hier so einen kleinen, aber feinen Quicksave machen. Und mal runtergehen. Ja, sie sind nur noch zu viert, aber... Ich zeige euch gleich was, weil hier spawnen überall neue Gegner gleich. Ich weiß nicht, wieso und wie ich das bremsen kann, aufhalten kann. Werden wir mal sehen, ob wir das hinbekommen. Auf jeden Fall, genau deswegen speichere ich ja immer zur Sicherheit. Oder habe ich, beziehungsweise schon gespeichert. Ach ja, die Engelsrobe wollte ich... Ach egal, das mache ich gleich. Gehe ich jetzt erstmal hier wieder runter. Mit dir auch. Wer als erster da ist, ist der Beste. Boah, das nervt aber mit dem Hin und Her hier gerade. Vielleicht wäre es doch einfacher, mit Touchpen zu spielen.
Wer weiß. Du kannst auch runter. Du. Und du. Und zu guter Letzt auch du. So. Sehr gut. Dann ziehe ich schon mal hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Und das werde ich jetzt bestimmt nicht alle 15 Mal sagen. Ja gut, das ist vielleicht gerade ein bisschen nervig, was ich hier machen muss. Aber was soll's. Kein Spiel ist perfekt. Boah, das war gerade ein Schluck auf. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Peinlich, peinlich. Nee, aber ich muss mal gucken, weil auf jeden Fall aus diesen Häuschen da unten, da kommen immer wieder neue Gegner raus, soweit ich mich noch recht erinnere. Und ich wusste nicht, wie ich hier bremsen kann. Außer natürlich, ich stehe da drauf, dann können sie nicht herkommen. Aber ich muss erstmal versuchen, auch alle damit zu besetzen. Ja, da kommen welche. Dann kann ich auch schon, oder beziehungsweise sollte ich auch schon, gleich in die Schlacht ziehen. Kann ich nur mit dem da hin, tatsächlich? Scheiße, ist ja gut, mit dem auch, aber mit dem will ich nicht den Posten verlassen. Ist ja scheiße, na egal. Renne ich mal schon mal nach da und nach hier. Wobei, Moment, ich kann ja auch von hier angreifen. Angreifen, okay, der. Ach nee, schon gut. Oder? Na, ich kann hier mal. Starschwert ist nicht so gut, Eisenschwert ist auch nicht so gut, Panzerbrecher ist. Ach, ich lass den einfach herkommen, falls er irgendwas von mir will. Dann würde ich ja schon selber melden. War, so, ja. Nein, 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 nein. Einfach nur warten. Still sitzen und abfreuen. Dann hier lang und da lang und hin und her und bla bla bla. Das ist natürlich das Problem, wenn man so viele Einheiten hat, ne? Also, ich meine, wenn jetzt schon alle von mir nacheinander abgestorben wären, wäre das natürlich jetzt keine große Nummer hier, die Leute runterzubewegen. Gut, Marv, bist du der Letzte? Ja, boah, doch, kann man so sagen. Dann komm mal her. Ach, der wirft auch noch. Der ist ja frech. Kannst du auch? Oh, du kannst. Okay, wenigstens kann ich aber zurückwerfen. Das ist ja schon mal eine gute Verteidigung. Der kommt auch auf mich zu. Greife mich in Langsperren an. Ich darf nicht zurückschlagen. Gut, ich bin ausgewichen. Ich schlage zurück und er ist tot. Wobei, der hat eine Rittertod bei sich. Das ist wirklich eine gefährliche Waffe. Ja. Schlag mich. Schlag zurück. Schlag mich. Ich schlag mich zurück. Na scheiße. Seht ihr das Spawn? Es kommen immer wieder neue Gegner daraus. Aber wartet, Moment. Ich werde das so machen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann hier hin. Speichere noch mal. So. Und mach dann erstmal Schluss für diese Folge und beim nächsten Mal werde ich diesen Gegnern voll in den Hintern treten. Hoffe ich doch. Wer weiß.